Yellow Arrow, gelber Pfeil, so hieß ein Projekt von Michael Counts und seinen beiden Partnern in New York. Das Projekt war von 2004 bis 2006 in New York präsent und ist heute noch in einigen Städten der Welt aktiv. Auf den gelben Pfeilen steht Counts, also der Gruppenname der Künstler, was aber auch bedeutet, es zählt, das zählt. Die Pfeile erhielt man über eine Projekt-Homepage. Man konnte die Pfeile dann an beliebigen Stellen im Stadtraum anbringen. Wenn man den Pfeil irgendwo sah, sandte man den Code auf dem Pfeil als Textnachricht an die Telefonnummer des Projektes und erhielt kurz darauf eine Nachricht mit den Infos derjenigen Person, die den Pfeil gesetzt hat. Die Nachrichten konnten enthalten Tipps für Restaurants, historische Begebenheiten, Hinweise auf ästhetische, skurrile oder surreale Situationen, Gedichte und Textpassagen bis hin zu emotionalen, biografischen Assoziationen, die mit dem markierten Ort zusammenhingen. Man konnte aber auch direkt Kontakt aufnehmen mit der Person, die den Pfeil gesetzt hat. Kultur im Netz, Netzkultur. Wir verhandeln vier Punkte, denn das Projekt berührt unserer Meinung nach exemplarisch vier Stichpunkte, die vor dem Hintergrund digitaler Medien im Folgenden kurz beleuchtet werden sollen. Dabei steht für uns das Museum stellvertretend für eine kulturelle Institution, die künstlerische Praxis für das bildnerische Arbeiten. Es geht im Folgenden um künstlerische Produktion, kulturelle Institution, Beliebigkeit, Expertentum, Evaluierung bzw. Beurteilung und öffentlicher, digitaler und privater Raum. Yellow Arrow, gelber Pfeil, Stadt als kultureller Raum, als Projektionsraum. Ich projiziere meine Geschichten auf Orte, ich weise andere auf Orte und Ereignisse hin, die mir wichtig sind. Ich werde schöpferisch kreativ in meinem ganz ursprünglichen Sinne. Auf der anderen Seite Stadt als Resonanzraum. Andere partizipieren an meinen verorteten Hinweisen. Sie nehmen ihr gewohntes Umfeld plötzlich wieder ganz anders wahr. Dank von Verknüpfung von digitaler und urbaner Sphäre ist es dem Individuum möglich, sich in die Stadt einzuschreiben. Geschichte bleibt nicht länger abstrakt. Die Stadt bekommt sozusagen ein emotionales Kleid übergestreift. Künstlerische Produktion. Oh, falsch. Seit den 60er Jahren wird die Malerei in regelmäßigen Abständen für tot erklärt, parallel zu Entwicklungen wie Konzeptkunst, Performance und Videokunst. Tatsache ist, dass die Malerei zu keiner Zeit tot war, im Gegenteil. Je mehr sich die sogenannte Medienkunst entwickelte, je mehr das digitale Zeitalter voranschreitet, umso mehr ist ein wiederkehrendes Interesse an der Malerei zu beobachten. Dazu gibt es derzeit eine Ausstellung im Brandholz-Museum in München, 2.0, Malerei im Informationszeitalter. In der Ausstellung wird gezeigt, dass die Malerei seit den 60er Jahren immer wieder auf die Mechanismen reagiert, die für ihr angebliches Ableben verantwortlich sein sollen. Also indem man die Technologien selbst zum Bildthema macht, typische Inhalte darstellt, sich mit den Folgen der Medialisierung auseinandersetzt oder
vor allem, indem man die Bildschirmästhetik mit den Mitteln der Malerei adaptiert, etwa Gegenstände malerisch in Pixel auflöst. Abgesehen von Künstlern, die ausschließlich mit dem Computer arbeiten, also Digital Art produzieren, auf die wir hier nicht näher eingehen, ist das Netz für Künstler aller Sparten ein wichtiges Instrument zur Selbstdarstellung und Selbstvermarktung. Um mit seinem künstlerischen Werk sichtbar und bekannt zu werden, gab es in vordigitalen Zeiten für Künstler nur die Möglichkeit der Ausstellung, sei es im Atelier, in der Galerie, im Museum oder die teure Katalogproduktion. Heute verfügt jeder Künstler über eine Homepage oder einen Facebook-Account, präsentiert sich auf Instagram und kann seine Arbeiten in Online-Galerien verkaufen. Ein Großteil des Kunstgeschäfts läuft heute tatsächlich online. Qualitativ kann die digitale Präsentation jedoch nicht die analoge Verortung ersetzen. Das heißt, um wirklich renommiert zu werden, ist es nach wie vor wichtig, von einer Galerie vertreten zu werden und eine Ausstellung im Museum zu haben. Das Schlagwort der Zeit ist die sogenannte Hybridisierung. Gemeint ist die Vermischung von zwei ursprünglich getrennten Systemen. Die Tendenz der Hybridisierung betrifft etliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, so auch die aktuelle Kunstproduktion in Form einer Hybridisierung der Medien. Die Künstler suchen nach dem multi-optionalen Medienmix. Werkhybride gibt es zwischen allen künstlerischen Sparten. Die Grenzen lösen sich auf zwischen Malerei und Fotografie, zwischen Installation und wissenschaftlicher Versuchsanordnung, zwischen analog und digital. Derzeit findet am Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe ein großes Vortrags- und Ausstellungsprojekt statt zur Kunst im digitalen Zeitalter mit dem Titel Globale. Zu sehen sind künstlerische Projekte, die mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Werkzeugen die heutige Welt analysieren. Hier zeigt sich eine Tendenz in der aktuellen Kunstproduktion. Der Direktor des ZKM und Kurator der Ausstellung, Peter Weibel, beschreibt es im Katalog wie folgt, ich zitiere: Der Künstler der Moderne, also seit Beginn des 20. Jahrhunderts, hat sich vorwiegend nur selbst ausgedrückt. Er war auf der Suche nach dem Ich oder dem Eigenwert der Darstellungsmittel. Der Künstler des 21. Jahrhunderts ist auf der Suche nach der Welt. Es geht um Welterfassung und Welterschließung, nicht um Selbsterschließung. In den meisten der Arbeiten findet eine Auseinandersetzung mit digitalen Medien statt, indem man sie gleichzeitig verwendet und analysiert. Dazu haben wir zwei Beispiele. Ein Beispiel sind die Data Masks von Sterling Crispin. Was Sie hier sehen, sind plastische Objekte, montiert auf einem Spiegel, die mit dem 3D-Drucker hergestellt worden sind. Und zwar mit einer Software zur biometrischen Gesichtserkennung. Das heißt, die datenbasierte Gesichtsdarstellung des Computers wurde hier 1:1 in die analoge Darstellung zurückgeführt. Was für uns eine Geistermaske ist, ist für den Computer ein menschliches Gesicht. Ein zweites schönes Beispiel, das nicht nur die Hybridform zwischen analog und digital darstellt, sondern auch eine Hybridform zwischen Kunst und Wissenschaft, ist diese Arbeit. Reversal of Fortune von Stephanie Rothenberg. Diese Arbeit thematisiert das kulturelle Phänomen des Crowdfunding. 650 Töpfe mit Pflänzchen stehen auf einer Weltkarte, über der sich wiederum ein computergesteuertes Bewässerungssystem befindet. Die Installation ist direkt mit der Website einer Spendenorganisation für die Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern verbunden. Ein Roboterarm gießt die Pflänzchen in Abhängigkeit zu den im Internet gespendeten Beiträgen. Wird nicht gespendet, vertrocknet die entsprechende Pflanze. Die Karte bildet zum einen also die blühenden und die verkümmernden Regionen der Welt ab und macht zum anderen die abstrakte Infrastruktur des Geldtransfers sichtbar. Diese Beispiele zeigen,
wie digitale und analoge Mittel gleichzeitig zur Anwendung kommen. Interessant ist die Feststellung, dass die meisten aktuellen Kunstwerke letztendlich wieder so gestaltet sind, dass sie analog präsentiert werden können. Wir können also auf das Museum gar nicht verzichten. Kulturelle Institution. Ist das Museum angesichts dieser Entwicklung überhaupt noch zeitgemäß? Ist die Institution Museum angesichts des sich verändernden Selbstverständnisses von Künstlern, wie wir gehört haben, und des rasanten digitalen Wandels und der damit einhergehenden Veränderungen und Möglichkeiten noch zeitgemäß? Vielleicht zunächst ein Blick innen, das Museum, die digitale Schnittstelle, außen der Stadtraum. Die Grenzen zwischen Museum und Außenraum lösen sich auf. Es setzt die schon benannte Hybridisierung von realem Museumsbau, Sammlung bzw. Ausstellung und digital verfügbaren Bild- und Textinformationen ein. Die Stadt als Resonanz- und Projektionsraum ist im Museum mittels Smartphones stets präsent. Zur klassischen Trias Sammeln, Bewahren, Ausstellen als Aufgaben des Museums kommt das Vermitteln durch die Museumspädagogik als mittlerweile die zentrale Aufgabe, um Steuermittel zu generieren, hinzu. Die Besucher sind dabei Projektions- und Resonanzraum zugleich. Erklärungen und Erläuterungen zur gezeigten Kunst werden mittels Audioguides, Apps, Augmented Reality, digitale, interaktive und partizipative Angebote etc. an den Besucher gebracht. Bereits in der Auswahl der digitalen Anlaufstationen im Museum wird ein Bildungsauftrag in den Blick genommen. Aber wer definiert den Bildungsauftrag? Wie definiert sich ein Bildungsauftrag? Wo wird der Authentizität, der subjektiven Auswahl, der eigenen Gefühle etc. Rechnung getragen? Das Museum an der digitalen Schnittstelle im Dialog mit potenziellen Besuchern. Die Public Relation Abteilungen der Museen arbeiten via Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, Blogs, sollen neue Besuchergruppen ansprechen. Stichworte, um neue Besuchergruppen zu generieren, sind Kindergeburtstag, Senioren, Workshop für Führungskräfte. Wie sollen Social Media Guidelines für Museen aussehen? Self-Branding. Das Museum stellt sich in der digitalen Öffentlichkeit der Besucher im Museum in sozialen Netzwerken seinen Freunden vor. Ich bin im Museum vor meinem Lieblingsbild. Aber die Entwicklung geht noch einen Schritt weiter, als es der französische Schriftsteller André Malraux Anfang der 50er Jahre in seinem visionären Buch Das imaginäre Museum beschrieben hat. Das virtuelle Museum. Der gesamte Sammlungsbestand des Museums ist im Netz überall orts- und zeitungebunden abrufbar. Der Museumsbestand steht, soweit es keine rechtlichen Einschränkungen gibt, der individuellen Nutzung zur Verfügung. Ein Beispiel hier, eine Seite des Rijksmuseums in Amsterdam. Der Nutzer kann den Museumsbestand digital verändern, individuell zusammenstellen, nach Tierbildern, alle Blumenbilder, einzelne Bilder bearbeiten. How do I make my own creation from a work of art? Oder eigene Werke hinzufügen.
Das Original als Steinbruch für den kunsthistorischen Remix. Was ist dadurch an Kenntnis, an Erkenntnis gewonnen? Und eine Tendenz? Einerseits findet eine zunehmende digitale Zentralisierung des Museums im Netz statt. Andererseits eröffnen sich durch analoge Dependancen, durch Showrooms oder Schaulager, durch die Dezentralisierung des Museums im Stadt- und Regionalraum neue Zielgruppen und damit Vermittlungsansätze. Museum als Coworking Space. Künstlerinnen und Künstler sind heute weniger auf der Suche nach subjektiver Expression. Wir hatten es vorhin im Kontext der künstlerischen Produktion gehört. Ihre Referenzrahmen sind vielmehr soziale Systeme sowie Strukturen und Methoden der Wissenschaften. Vor diesem Hintergrund entstehen neue Forschungsmethoden und Perspektiven wie Art-Based Research oder Art and Science Labs. Hier ein Beispiel aus Brooklyn, New York, das New Lab, eine ehemalige Montagehalle der Navy, die im Moment dafür ausgebaut wird. Ziel ist es, New Lab Brooklyn, analog und digital arbeitende Berufsgruppen und Künstler temporäre Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Um Kosten zu sparen, werden Surfer, 3D-Drucker etc. gemeinsam genutzt. Was könnte dieses Beispiel und jetzt ein ganz konkreter Hinweis auf die künftige Nutzung der Ulmer Wilhelmsburg bedeuten? Einerseits die in Teilen ausgelagerte Sammlung, die Ausstellung des Ulmer Museums, wird in der Wilhelmsburg von den sich darum gruppierenden und vernetzenden Berufsgruppen als Informations- und Inspirationsquelle, als Sensibilisierungsmöglichkeit oder, wie der englische Filmregisseur und Künstler sagt, Peter Greenaway, als Central Pool genutzt. Und andererseits, die Besucher werden durch die temporär dort arbeitenden Berufsgruppen und Künstler auf Aspekte der Sammlung, der Ausstellung aufmerksam gemacht und in spezifische Themenfelder aus ihrer beruflichen Sicht eingeführt. Beliebigkeit, Expertentum, Evaluierung. Das Internet hat eine entscheidende Entwicklung hervorgebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit findet ein Austausch mit allen Mitgliedern der Gesellschaft statt, ohne Rücksicht auf ihre wirtschaftliche, politische, persönliche oder geografische Position. Die Auswirkungen der partizipativen Kultur sind so elementar, dass sie sich auf fast alle Bereiche unseres Lebens auswirken. Man kann sich öffentlich äußern, selbst Medieninhalte schaffen und massenhaft verbreiten. Bezogen auf Kunst und Kultur bedeutet das, dass ich mich nicht nur umfassend informieren kann, sondern mich austauschen, meine eigene Interessensforen einrichten kann, blogge, mein eigenes virtuelles Museum einrichte, kommentiere und verbreite. Diese Demokratisierung des Wissens ist natürlich erstmal eine positive Sache, doch oft stehen die Äußerungen von Fachleuten unsortiert neben den Erkenntnissen und Meinungen von Laien. Es gibt vielfach keine eindeutig erkennbare Trennung mehr. Diese qualitative Ebenendurchmischung ist eine Gefahr des Internets. Und leider geht sie auch einher mit einem Verlust des Respekts vor dem Expertentum. Das gilt auch für die künstlerische Produktion. Jeder, egal ob Laie oder professioneller Künstler, stellt seine Arbeiten ins Netz. Oft ist der professionelle Künstler nicht mehr vom Hobbymaler zu unterscheiden. Der Banalisierung und Beliebigkeit sind ganz klar Tor und Tür geöffnet. Ein schwieriges Terrain ist die Kunstvermittlung. Ziel ist der Dialog auf Augenhöhe. Die Zeiten autoritärer und einseitiger Erklärungsmodelle, basierend auf der Deutungshoheit der Kunsthistoriker, sind in der Kunstvermittlung vorbei.
Kulturvermittlung findet über den Weg der Lebensrealität der Menschen statt, partizipativ und im Dialog. Vor allem geht es den Museen darum, neue Zielgruppen zu erschließen und sich auf diese in der Vermittlung einzustellen. Auch die Ausstellungen werden den veränderten Bedürfnissen angepasst. Das heißt, es geht um Inszenierung. Gegenüber früher ist das Museum ein sehr lebendiger Ort des Austauschs auf allen Ebenen geworden. Kunst ist mehr denn je ins Leben eingebunden. Doch manchmal geht das auch auf Kosten des Anspruchs. Ein Beispiel guter partizipativer Museumspädagogik in Verbindung mit digitalen Medien fand vor 2 Jahren begleitend zu einer Ausstellung von David Shringley in der Pinakothek der Moderne in München statt. 100 Personen durften eine noch nie gezeigte, in einem geheimen Raum präsentierte Skulptur des Künstlers 1 Stunde lang sehen, abzeichnen und beschreiben. Gleich danach wurde die Skulptur zerstört. Von ihr existieren also keine Fotos, sondern lediglich die innerhalb des Tweet-Ups entstandenen Dokumente, die unter einem Hashtag und über Twitter verbreitet wurden. Dieses Beispiel beschreibt noch ein anderes aktuelles Phänomen, und zwar die Wichtigkeit von Bildern. Bilder und Bilderforen erlangen zunehmend höhere Bedeutung. Stichwort Rekreativität. Viele Künstler wollen nicht mehr original kreativ sein, sondern verlegen sich auf das Rekreativität, Recycling, Reproduktion, Reenactment, Remix, Remake. Elemente der Kunstgeschichte, Alltagsobjekte, Internetbilder werden aus dem Kontext gelöst, kopiert, verändert und neu zusammengesetzt. Anstelle Neues zu kreieren, geht es um eine Aktualisierung des Bestands. Aus alter Kunst soll etwas Frisches und Zeitgenössisches werden. Das Argument ist, dass damit eine Auflösung der zeitlichen Grenzen stattfindet. Vergangenes, wie ein altes Gemälde, wird in die Gegenwart geholt und mit aktuellen Bildern ergänzt, für die Zukunft aufbereitet. Der Respekt vor der geistigen Urheberschaft wird von vielen als verstaubt betrachtet. Man nimmt sich, was man braucht. Und die Museen spielen insofern mit, als sie die sogenannte Rekreativität als Element der Kunstvermittlung fördern. Das Beispiel Rex-Museum haben wir schon gesehen. Das Krakauer Nationalmuseum geht noch einen Schritt weiter, indem sie dort ihre Gemälde digital animieren. Als Kunsthistoriker schluckt man das schon mal. Sehr beliebt ist das inzwischen das Fotografieren im Museum und Posten in entsprechenden Foren. Der Kunsthistoriker und Autor Wolfgang Ulrich hat dazu festgestellt, ich zitiere, schon jetzt ist absehbar, dass Hashtags das Verhalten von Museumsbesuchern mehr verändern als sämtliche Praktiken der Museumspädagogik und Kunstvermittlung der letzten Jahrzehnte. Wer mit dem Hashtag MusePose im Kopf ins Museum geht und sich vor den Bildern in bestimmten Posen ablichtet, wird einerseits genauer und gezielter darauf achten, in welchen Haltungen, Gesten und Mimiken die Personen auf den Kunstwerken dargestellt sind. Er lässt sich andererseits aber eventuell dazu hinreißen, nur noch nach Gags zu suchen, um den etablierten Hashtag für die eigenen Follower möglichst witzig zu gestalten. Dann geht es um die Zahl der Likes für das eigene Foto, während das Werk, das es zum Anlass hat, keine nennenswerte Rolle mehr spielt. Die zahlreiche Verbreitung dieser Fotos führt zu einer zunehmenden Banalisierung der Bilder. Auf einem Fotostream taucht dann das Foto eines Museumsexponats direkt neben dem Bild eines schicken Autos, einer Gewitterlandschaft oder einer veganen Pizza auf. Bei diesen Beispielen dient der Umgang der Kunst nicht mehr primär dem Ziel, den Gehalt von Werken besser zu begreifen. Es geht nicht mehr darum, die Kunst verständlich zu machen, sondern Zielgruppen zu erschließen und deren Kreativität zu stimulieren. Oder wie Wolfgang Ulrich es formuliert, Kunst verliert ihren Status, weil sie so stark vermittelt ist, dass sie bis zur Unkenntlichkeit im Leben aufgeht. Wie ist es bestellt um die Aura des Originals? Wird sie noch empfunden? Die Museen sind voll, die Leute wollen die Bildikonen der großen Meister im Original sehen.
Doch im aktuellen Kunstgeschehen ist der Begriff der Aura zunehmend unbedeutend. Im Umgang wird Kunst zum Konsumgut und verliert den exklusiven Charakter. Absurderweise gehen mit dieser Entwicklung gleichzeitig exorbitante Preise für Originalkunstwerke einher. Wir sind optimistisch, dass die Wertschätzung guter Kunst nicht verschwinden wird. So hat die Autorin Donna Tartt in ihrem Bestseller Der Distelfink eine wunderschöne Hymne an die Bedeutung der Kunst und die Aura des Originals geschrieben. Unser Appell richtet sich an die Kulturvertreter und Museen, sich in Zukunft nicht jeder Entwicklung zu unterwerfen, um mit allen Mitteln den Anschluss an junge Tendenzen zu behalten, sondern eigene und innovative Wege zu gehen, die der originären Leistung von Künstlern Rechnung tragen. Und schließlich öffentlicher Raum, digitaler Raum, ein privater Raum, ein Thema, das auch bei der DLD-Konferenz der Burda-Gruppe in München von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt heftig diskutiert wurde. Wafa Bilal, der irakische Künstler, hatte sich 2010 eine Videokamera als drittes Auge in den Hinterkopf operieren lassen. Ein Jahr lang wurde im Minutentakt ein Foto gemacht. Über ein USB-Kabel mit dem Laptop verbunden sind die Bilder auf der Website des Künstlers veröffentlicht worden. Bilal geht analog durch den Raum und sieht analog, wie sich ihm die Welt darstellt. Die Welt, die er dagegen nicht sieht, sehen andere digital im Netz. Eine Wahrnehmung der Welt findet also zeitgleich in der analogen und der digitalen Welt statt. In welchem Raum bist du? In welchem Raum bist du der digitaler Nutzer als Nomade, wie es der Medienphilosoph Wilhelm Flusser ausgedrückt hat, auf dem Weg zwischen diesen Räumen? Always on. In welchem Raum bist du? Aus welchem Raum berichtest du? Aus welchem Raum sendest du Nachrichten oder Bilder? Selbst im analogen öffentlichen Raum des Museums bin ich als Besucher durch mein Smartphone ständig mit der Außenwelt verbunden. Und das Museum seinerseits ist mit seiner digitalisierten Sammlung und mit seinem Self-Branding in den sozialen Netzwerken ebenfalls ständig online. Die Grenzen zwischen Anonymität und Vertrautheit verwischen. Einzig nur die realen Werke sind analog an den Museumsraum gebunden. Bilder to go. Als Besucher habe ich die Bilder rund um die Uhr verfügbar. Die Bilder sind in ihrer digitalen Präsenz ort- und zeitlos. Warum also soll ich ins Museum gehen? Hybridisierung des Raums. Die Grenzen lösen sich auf, verwischen und vermischen sich, ergeben neue Formen der Räume. Aber auch eine Rückeroberung des öffentlichen Raums ist zu beobachten. Der reale Raum erscheint als Gegenpol zur virtuellen Sphäre zunehmend von Interesse. Unter dem Schlagwort "Wir sind die Stadt" formieren sich Netzwerke wie Guerilla Gardening, Street Art, Outdoor Clubbing und andere. Der öffentliche Raum wird als gesellschaftlicher Raum verstanden, der allen gehört und den sich jeder aneignen und den jeder gestalten darf. Und schließlich Atmosphären des Kollektivs. Trotz permanenter digitaler Kontaktmöglichkeiten fehlt irgendetwas. Das analoge Gefühl der Gemeinschaft. Public Viewing, Museumsnächte, die weiße Tafel und andere Formate werden von Institutionen langfristig gezielt entwickelt oder auf privater Basis durch Social Media spontan organisiert. Am Schluss finden wir uns alle mit unseren gespeicherten Daten in der Datencloud wieder. In einem ephemeren, nicht greifbaren virtuellen Raum.
Bis dann ein paar Künstler kommen, wie Transola und Tesuo Kondo, die die Wolke analog und für alle sichtbar ins Museum holen. Vielen Dank.